Nummer 1. Guten Tag, Frau. Was möchten Sie bestellen? Hier ist das Menü. Ich habe Großhunger. Gestern habe ich Salat, heute ich denke über Fisch. Wir haben frische Gemüse. Ich empfehle ein leckeres Gemüsepizza. Ja, das nehme ich. Schnell, bitte, weil ich hungrig bin. Guten Tag, Frau. Was möchten Sie bestellen? Hier ist das Menü. Ich habe Großhunger. Gestern habe ich Salat, heute ich denke über Fisch. Wir haben frische Gemüse. Ich empfehle ein leckeres Gemüsepizza. Ja, das nehme ich. Schnell, bitte, weil ich hungrig bin. Nummer 2. Guten Tag, meine Dame. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag zu Ihnen auch, Frau. Sagen Sie bitte, was für einen Kuchen bestellen. Erzähl mir von dem Preis des Kuchens. Dann werde ich sagen, das Schokoladekuchen. 15 Euro ein Kilo. Pineapple-Kuchen kostet 10 Euro ein Kilo. Endlich über Spezialität Mix-Obstkuchen. Ich werde gerne Mix-Obstkuchen nehmen. Guten Tag, meine Dame. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag zu Ihnen auch, Frau. Sagen Sie bitte, was für einen Kuchen bestellen. Erzähl mir von dem Preis des Kuchens. Dann werde ich sagen, das Schokoladekuchen. 15 Euro ein Kilo. Pineapple-Kuchen kostet 10 Euro ein Kilo. Endlich über Spezialität Mix-Obstkuchen. Ich werde gerne Mix-Obstkuchen nehmen. Nummer 3. Entschuldigen Sie, Frau, können Sie mir sagen, um wie viel Uhr der nächste Bus nach Berlin wegfährt? Ja, um 2 Uhr. Gebe ich Ihnen ein Ticket? Sicher, danke. Welche Klassenkarten Sie wollen? Erste Klasse, zweite Klasse oder dritte Klasse? Eine erste Klasse bitte. Entschuldigen Sie, Frau, können Sie mir sagen, um wie viel Uhr der nächste Bus nach Berlin wegfährt? Ja, um 2 Uhr. Gebe ich Ihnen ein Ticket? Sicher, danke. Welche Klassenkarten Sie wollen? Erste Klasse, zweite Klasse oder dritte Klasse? Eine erste Klasse bitte. Nummer 4. Hallo, wie geht's? Was bereiten wir heute zum Essen vor? Heute haben wir Gemüsesuppe. Wurst mit Gemüse zum Frühstück und Fisch mit Reis zum Abendessen. Weißt du, wie man das kocht? Nein, aber ich kann dir helfen. Hallo, wie geht's? Was bereiten wir heute zum Essen vor? Heute haben wir Gemüsesuppe. Wurst mit Gemüse zum Frühstück und Fisch mit Reis zum Abendessen. Weißt du, wie man das kocht? Nein, aber ich kann dir helfen. Nummer 5. Guten Abend, haben Sie freie Zimmer? Ja, was für ein Zimmer möchten Sie? Ich brauche ein Einzelzimmer für 3 Tage. Es kostet 120 Euro für 3 Tage, 40 Euro pro Tag.
und 15 Euro extra zum Frühstück. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Guten Abend, haben Sie freie Zimmer? Ja, was für ein Zimmer möchten Sie? Ich brauche ein Einzelzimmer für 3 Tage. Es kostet 120 Euro für 3 Tage, 40 Euro pro Tag. Und 15 Euro extra zum Frühstück. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Nummer 6. Es ist so langweilig. Was machst du diese Woche? Ich mache meine Büroarbeit von Montag bis Mittwoch. Am Donnerstag möchte ich Kamera kaufen. Ich liebe Fotografieren. Dann am Freitag mache ich Ausflug nach Berlin. Wirst du mit mir kommen? Nein, ich bin nicht interessiert. Es ist so langweilig. Was machst du diese Woche? Ich mache meine Büroarbeit von Montag bis Mittwoch. Am Donnerstag möchte ich Kamera kaufen. Ich liebe Fotografieren. Dann am Freitag mache ich Ausflug nach Berlin. Wirst du mit mir kommen? Nein, ich bin nicht interessiert. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Herr Steve Smith, angekommen aus Detroit, wird gebeten, zum Informationsschalter in Halle B zu kommen. Herr Steve Smith, bitte zum Informationsschalter in Halle B. Nummer 7. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mainz Hauptbahnhof. Sie haben dort Anschluss nach Wiesbaden um 17.37 Uhr von Gleis 1. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt, Ihr ICE-Team. Nummer 8. Liebe Kunden, heute bekommen Sie in unserer Möbelabteilung im 2. Stock Möbel mit 50% Rabatt. Zum Beispiel Sofas für 250 Euro statt früher 490 Euro. Tische für 148 Euro statt 298 Euro. Nummer 9. Verehrte Fahrgäste, bitte benutzen Sie auch die Fahrkartenautomaten links und rechts am Eingang. Ich wiederhole, links und rechts am Eingang finden Sie Fahrkartenautomaten. Vielen Dank. Nummer 10. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden in 10 Minuten in Palma de Mallorca ankommen. Legen Sie bitte die Sicherheitsgurte an und bleiben Sie nach der Landung auf Ihrem Platz sitzen. Vielen Dank. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Carla, Hilfe, ich habe heute Abend Gäste. Es soll zum Essen geben Reis, Fisch und dann Obstsalat. Reis und Fisch kann ich machen, aber wie geht denn Obstsalat? Was brauche ich? Ruf mich bitte ganz schnell an, danke. Hallo Carla, Hilfe, ich habe heute Abend Gäste. Es soll zum Essen geben Reis, Fisch und dann Obstsalat. Reis und Fisch kann ich machen, aber wie geht denn Obstsalat? Was brauche ich? Ruf mich bitte ganz schnell an. Danke. Nummer 12. P&B Verlag Berlin. Heute Nachmittag feiern wir den 10-jährigen Geburtstag unserer Firma.
Deshalb sind unsere Telefone von 12 Uhr ab nicht besetzt. Sie können uns morgen wieder sprechen. Auf Wiederhören. P&B Verlag Berlin. Heute Nachmittag feiern wir den 10-jährigen Geburtstag unserer Firma. Deshalb sind unsere Telefone von 12 Uhr ab nicht besetzt. Sie können uns morgen wieder sprechen. Auf Wiederhören. Nummer 13. Praxis Dr. Schuster. Guten Tag. Auch Ärzte brauchen einmal Urlaub. Deshalb ist die Praxis bis zum 21.08. geschlossen. Bei dringenden Problemen rufen Sie bitte unsere Vertretung an. Praxis Dr. Vogel, Telefon 99 799 in der Schubertstraße 17. Vielen Dank. Praxis Dr. Schuster. Guten Tag. Auch Ärzte brauchen einmal Urlaub. Deshalb ist die Praxis bis zum 21.08. geschlossen. Bei dringenden Problemen rufen Sie bitte unsere Vertretung an. Praxis Dr. Vogel, Telefon 99 799 in der Schubertstraße 17. Vielen Dank. Nummer 14. Stadthaus Hofheim. Wir sind für Sie da am Montag, Dienstag und Donnerstag von 7 bis 16 Uhr. Freitags von 7 bis 12 Uhr. Am Mittwoch arbeiten wir von 7 Uhr bis 18 Uhr. Vielen Dank. Stadthaus Hofheim. Wir sind für Sie da am Montag, Dienstag und Donnerstag von 7 bis 16 Uhr. Freitags von 7 bis 12 Uhr. Am Mittwoch arbeiten wir von 7 Uhr bis 18 Uhr. Vielen Dank. Nummer 15. Mensch, Susanne, warum bist du wieder nicht da? Ich habe zwei Karten für das Ärztekonzert heute Abend. Willst du mitkommen? Ruf mich bitte an. Wenn du nicht kannst, geht nämlich Thomas mit. Bis dann. Mensch, Susanne, warum bist du wieder nicht da? Ich habe zwei Karten für das Ärztekonzert heute Abend. Willst du mitkommen? Ruf mich bitte an. Wenn du nicht kannst, geht nämlich Thomas mit. Bis dann.